Bei mir im Studio begrüße ich jetzt Andreas Heinemann-Grüder, Professor für Politikwissenschaft an der Uni Bonn und Forschungsleiter am Zentrum für internationale Konfliktforschung an der Uni Bonn. Guten Abend, Herr Heinemann-Grüder. Lassen Sie uns die Lage etwas sortieren. Die Ukraine fordert Panzer, der direkte Nachbar Polen macht jetzt eine Art Zusage mit diesem Antrag. Warum zögert Deutschland immer noch? Man kann darüber spekulieren. Manche betreiben ja auch schon Kanzleramtsastrologie, so wie früher andere Kreml-Astrologie betrieben haben. Die Frage ist, ob das wirklich nur technische Gründe hat oder ob man nicht die Zögerlichkeit als politisches Mittel einsetzen will, weil man damit Druck auch auf die Ukraine ausüben kann, weil man vielleicht auch Türen gegenüber Putin offen halten will, weil man vielleicht auch manche pazifistischen Wähler, die von den Grünen abgewandert ist, zur SPD zurückbekommen will, weil ich mir unsicher bin, ob man eigentlich von seinem alten Rollenmodell als Brückenbauer Abstand genommen hat. Und weil die Frage ist, will die Bundesregierung eigentlich die Ukraine ertüchtigen, alle Gebiete zurückzuerobern, inklusive Donbass und Krim, oder nur zu halten, was sie im Moment an der Frontlinie sozusagen den Russen an Widerstand leisten kann. Wenn Sie sagen, eine Tür offen halten für Russland, was bedeutet das dann ganz konkret, auch in Bezug auf die Gebiete, die Sie genannt haben? Das kann sein, dass sie die Ukraine letztlich zu einem Kompromiss drängen wollen mit Russland, weil sie sagen, die Kosten für eine Rückeroberung all der Gebiete, die Russland seit 2014 kontrolliert, sind viel zu hoch, bergen zu viele Eskalationsgefahren. Das heißt, dass man auf der einen Seite zwar völkerrechtlich anerkennt, die Ukraine ist im Recht und Russland ist der Aggressor, aber letztlich sagt, wir werden diesen Konflikt nicht militärisch, sondern im Endergebnis diplomatisch lösen müssen. Das ist zumindest eine Position, die vielleicht eher im Kanzleramt als im Auswärtigen Amt vertreten wird. Nun gibt es ja immer wieder Stimmen, die sagen, auch hier in Deutschland, man müsse diesen Konflikt einfrieren, man müsse zu Verhandlungen kommen, die Diplomatie müsse wieder stärker werden. Aber gibt es denn aus Russland, Sie sind ja ein Kenner Russlands und auch der russischen Medien, gibt es in Russland irgendwelche Anzeichen dafür, dass man es unter der Stufe völliger Sieg über die Ukraine mitmachen würde? Was aus russischer Sicht eigentlich als völliger Sieg interpretiert wird, ist unklar. Ich glaube, dass sie die vier formal annektierten Gebiete wirklich unter Kontrolle bringen wollen. Da ist aber die Frage, was hieße eigentlich der Waffenstillstand? Keiner macht sich hier eine Vorstellung davon, was diese Besatzung durch die Russen eigentlich bedeutet. Das heißt Folter, das heißt Russifizierung, das heißt Abschaffung des Ukrainischen, das heißt Einführung der russischen Schulbücher, das heißt eine Art von Militärregime, das Nordkorea ähnelt. Das sind Filtrationslager, das heißt, das ist ein Terrorregime, das die Russen da errichten, gegenüber allen, die nicht loyal sind. Wer da sich nicht den Russen unterwirft, der wird als Extremist oder Terrorist angesehen und landet dann in irgendwelchen russischen Gefängnissen. Das ist diejenigen, die sagen, wir müssen jetzt hier eigentlich einen Waffenstillstand oder einen Vertragsfrieden mit den Russen schließen, müssen deutlich machen, wer zahlt eigentlich den Preis dafür. Und das Zweite ist, alle befürchten nach dem gebrochenen Zusagen der Russen, dass das nur ein Vorspiel für eine nächste Eskalation ist. Das heißt, sie einen Waffenstillstand nutzen würden, um danach sich zu regruppieren, neue Truppen zu mobilisieren. Das heißt, auch die Waffenlager aufzuführen und das eigentlich nur Zeit wäre, die letztlich von den Russen genutzt würde und zum Nachteil der Ukraine wäre. Jetzt hat uns heute die Nachricht erreicht, dass das Wall Street Journal schreibt, die USA neigen dazu oder man hat die Absicht ausgemacht, doch Abrams-Panzer zu liefern. Daran hatte ja Olaf Scholz seine Zusage oder seine eventuelle Zusage mit Leopard-2-Panzern geknüpft. Wie muss man sowas verstehen, der Abrams-Panzer nach Europa? Ist das so einfach? Er hat eine andere Betriebsweise, insofern wie die Logistik auch für den Einsatz in der Ukraine erheblich erschwert. Auf der anderen Seite, wenn es, sagen wir auch, selbst nur die symbolische Lieferung von 5 Abrams-Panzer gäbe, die noch nicht mal zum Einsatz käme, gäbe es keine Möglichkeit für die Deutschen mehr, sich hinter dieser Verknüpfung mit den Amerikanern zu verstecken. Das heißt, die letzte Verteidigungslinie, die es ja immer gab, so, also nur mit den Partnern, die fiele dann weg. Das heißt, also irgendwann würde dann die
Bundesregierung nicht mehr Entschuldigungen haben. Sie sagen immer nur mit den Partnern. Letztlich wollen sie aber durch ihr Verhalten Kontrolle über die Partner haben. Das heißt, die Partner eigentlich abhängig machen von sich und sich nicht selber von den Partnern abhängig machen. Ich kann noch einmal mit Herrn Professor Heinemann-Grüder sprechen. Lassen Sie uns auf die Türkei schauen, die ja eine ganz besondere Rolle spielt in dem Krieg Russlands gegen die Ukraine. Wie ordnen Sie dieses Positionieren, vielleicht auch dieses Gehabe, will ich es mal nennen, ein? Einerseits hat es innenpolitische Gründe. Die Wahlen stehen bevor, gibt erhebliche Kritik an der Erdogan-Regierung. Die Opposition eint sich in diesem Wahlkampf. Das heißt, man könnte auch sagen, wir warten mal den Wahlkampf ab und die Wiederwahl oder Abwahl von Erdogan und müssen das jetzt nicht so heiß kochen, wie es vielleicht aus innenpolitischen Gründen in der Türkei hochgekocht wird. Gleichzeitig versucht natürlich die Türkei hier auch mal seine Unabhängigkeit zu beweisen. Sie sind ja in mancher Hinsicht der Vermittler geworden, die Rolle, die früher Deutschland gespielt hat, ist so zum Teil an die Türkei übergegangen. Wenn man jetzt auf diesen Getreidedeal guckt oder auch Gefangenenaustausch und solche Fragen, weil sie sagen, wir haben ja die Kommunikationskanäle noch zu Putin. Sie einigen oder versuchen sich zu einigen in Bezug auf Syrien, dass da eben auch eine Annäherung zwischen Assad und Erdogan stattfindet, auch mit Hilfe Russlands. Also in der Vergangenheit gab es auch schon den Streit um die Waffen, die die Türkei in Russland gekauft hat, wurde große Aufregung dann in der NATO war. Also dieses Doppelspiel spielt die Türkei eigentlich schon seit einigen Jahren. Es hat sich im Konflikt mit Armenien, Nagorno-Karabach, vor 2 Jahren eindeutig gegen Russland gestellt, weil es sozusagen den Schützling Armenien angegriffen hat. Also sie spielen jederzeit ihr eigenes Spiel und nutzen die Schwächen aus, die Russland hat. Zeigen aber auch, dass sie jetzt nicht einfach nur ein willfähriger NATO-Partner der USA sind. Ja, interessantes Verständnis von NATO-Partnerschaft. Mhm. Vielen Dank, Herr Heinemann-Grüder, dass Sie da waren und für Ihre Expertise. Dankeschön. Bitte sehr.